Meine Damen und Herren, willkommen hier im Hörsaal. Der Herr Göring will Sie heute magnetisch anlocken, magnetisch unterhalten. Das ist im Übrigen ein magnetischer Hörsaal. Wir haben ein kleines Demonstrationsobjekt. Dieser Hörsaal ist deswegen der magnetische Hörsaal, weil direkt unter uns die S-Bahn fährt und die Magnetfelder der S-Bahn hier den ganzen Raum durchfluten. Das geht nur mit Magnetfeldern so. Hier in der rechten Hälfte von mir aus, also in der linken Hälfte, sind die Magnetfelder leicht höher. Sie werden das merken, die Aufmerksamkeitsschwelle ist hier deutlich höher. Die Klausurergebnisse auf dieser Seite des Hörsaals sind deutlich besser. So, und hier sehen Sie einen Ring. Der wird jetzt die ganze Zeit schwingen, bis wir ihn wieder anhalten. Und dieser Ring schwingt im Magnetfeld der Erde und wird angetrieben durch zwei Magnete, die ich da einfach hingesetzt habe. Und Magnetfelder sind deswegen so faszinierend, weil sie durch alle Stoffe, durch unsere Körper, durch alles hindurchgehen. Da werden wir aber sehr viel hören heute drüber. Die Physik, unser Titel dieser Vortragsreihe, wo heute der letzte für dieses Semester ist, heißt ja die Physik, die Wissenschaft, und das ist zweideutig gewählt worden. Natürlich schafft die Physik Wissen, aber Physik ist auch unserer Meinung nach die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, die Grundlage aller anderen Naturwissenschaften, die Grundlage der Ingenieurwissenschaften. Ich darf Ihnen kurz unseren heutigen Vortragenden vorstellen. Privatdozent Eberhard Göring hat studiert an der Technischen Hochschule Darmstadt und schon die Diplomarbeit war aus dem Gebiet des Magnetismus, Aufbau eines Niederfelds, SQUID. SQUID heißt Superconducting Quantum Interference Device. Das sind die empfindlichsten Magnetometer, mit denen man ganz kleine Magnetfelder zum Beispiel messen kann, und die Messung neuer Ternäre-Uran-Zehrverbindung. Die Promotion war an der Universität Augsburg im Fach Physik über Photoemissionsuntersuchungen an definierten Einkristalloberflächen von Vanadiumoxiden. Und da sind wir uns eigentlich nie begegnet. Photoemission, ich habe inverse Photoemission gemacht, aber etwas vorher und nicht an Vanadiumoxiden, aber an ähnlichen Verbindungen. Die Habilitation in Würzburg 2003 über ein Thema, das näher jetzt an dem liegt, was er auch jetzt in der Forschung macht, Untersuchen zur mikroskopischen Ursache der magnetokristallinen Anisotropie. Jetzt Forschungsgebiete, eine kleine Auswahl. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Metallforschung, so steht es noch in seinem Lebenslauf. In der Zwischenzeit hat sich das zu intelligenten Systemen geändert, und magnetokristalline Anisotropie, Grenzflächenmagnetismus, Erweiterung der Röntgenreflektometrie, magnetische Röntgenmikroskopie und exotischer Ferromagnetismus. Magnetismus ist immer etwas exotisch, das bringt mich dazu. Er hat auch Hobbys. Hier in diesem Saal findet manchmal unter der Beteiligung mehrerer Leute, unter anderem auch von mir, die Faschingsvorlesung statt. Ich zeige Ihnen ganz kurz nur drei Impressionen der heurigen Vorlesung. Sie werden die Beteiligten leichter erkennen, nämlich und jetzt freuen wir uns auf den heutigen Vortrag über Magnetismus. Herr Göring. So, ja, schönen guten Abend. Es freut mich außerordentlich, Ihnen was über Magnetismus zu erzählen. Es ist ja auch wirklich so, dass der Magnetismus die alten Griechen schon inspiriert hat. Und es gibt sogar Historiker, die aus irgendwelchen Annahmen denken, das hätte die Gedankenwelt der Griechen so zur Forschung animiert, dass sie letztendlich zu ihren vielen Errungenschaften auf geistigem Gebiet gekommen sind. Ich werde Ihnen also heute was über Magnetismus erzählen. So. Was kommt?
Also es gibt kurzen Überblick, was machen wir heute? Ich werde Ihnen was über Permanentmagnete erzählen. Natürlich werde ich Ihnen was über Permanentmagnete erzählen, das ist ja wichtig. Und das kennen Sie auch alle aus Ihrer eigenen Kindheit, Sie haben alle mit Magneten gespielt. Das ist der direkte Zugang zu dem Magnetismus und da gibt es auch Forschung heutzutage. Und ich werde versuchen, Ihnen klar zu machen, warum gerade Permanentmagnete zumindest in vielen Bereichen der Technologie eine immer weiter zunehmende wichtige Rolle spielen. Und dann kommen wir zum Thema Kühlschrankmagnete aus der Sicht eines Physikers. Lassen Sie sich überraschen. Natürlich muss man was über Festplatten sagen. Festplatten haben immanent was mit Magnetismus zu tun. An denen kommen wir auch nicht vorbei. Ein wichtiger Teil unseres Daseins. Dann kommen wir zur Spinnelektronik. Ja, was ist denn das? Ja, also es hat nichts mit Verrückten zu tun, sondern in der Tat was mit dem Magnetismus an sich. Und dann gucken wir noch zum Schluss, ob wir auch noch ein bisschen mehr spielen. Eigentlich machen wir nur spielen die ganze Zeit, also ganz klar. Aber das sind die wesentlichen Punkte. So, also starten wir mit den Permanentmagneten. Nun, wenn ich eine Führung am Max-Planck-Institut gebe, und das passiert nicht so ganz selten, dann frage ich das Auditorium, woran denken Sie denn bei Magnetismus? Und da kommen zu 99,98%, sagen wir mal, Kühlschrankmagnete. Ja, sowas. Genau. Ist auch nicht schlecht, hat ja fast jeder zu Hause. Ja. Wenn man Glück hat, kann man echte Impressionen sammeln und erfindet so etwas. Und das ist auch ein besonderer Magnet, der hier ist schon relativ stark, sodass die Festplatte unten drunter zum Wiederbeschreiben verwendbar ist. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt machen wir auch mal gleich ein Experiment mit einem Hochleistungsmagnet. Ich habe hier einen und der ist uns vor 20 Minuten kaputt gegangen. Hat er sich aus der Halterung gelöst. Wir haben jetzt mal probiert, ihn mit Epoxy und Heißmachen wieder zum Kleben zu bringen. Ich kann also nicht garantieren, ob er geht. Hat sich wirklich vorhin beim ersten Test einfach rausgerissen. Aber das ist jetzt hier ein Permanentmagnet. Ist nicht besonders groß. Der wiegt 180 Gramm. Ja, und das ganze Ding mit dem Stahlmantel sind so 230 Gramm. So, den nehmen wir jetzt mal. Und das da ist eine ganz gewöhnliche Stahlplatte. Die baumelt da vor sich hin. Ja. Oh, okay. So, und jetzt machen wir Gymnastik. Ich glaube, das reicht. Reicht das? Ah, diese Stahlstange neigt schon dazu. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das Experiment auch funktioniert und der Magnet sich nicht wieder aus der Verankerung löst. Yep. Im Dienste der Wissenschaft. Ja, Sie sehen, der geht relativ leicht wieder herab. Und hier gibt es auch für den Herrn da vorne. Sie dürfen ihn gerne versuchen abzumachen. Das ist also ein Magnet, den können Sie nur einmal verwenden, weil Sie nämlich nicht mehr abbekommen. Ja. Und das hört sich jetzt nach Spielerei an, aber solche Dinger gibt es hier, das ist jetzt ungefähr so ein bisschen DIN A3 Format, da ist so ein Hebel dran, da kann man das ein- und ausschalten durch Verdrehen des inneren Magneten und der hier hat immerhin 2 Tonnen Nutzlast. Da braucht man nicht mehr so wie sonst am Schrottplatz einen aufwendigen Elektromagnet mit Verkabelung und all solchen Sachen, einfach hin, zack, Hebel umlegen, geht. Im Dienste der Wissenschaft. Ja, so, das sind aktuelle Permanentmagnete und machen Sie das nicht zu Hause nach. Ich erzähle Ihnen die Geschichte kurz. Das handelt von einem Feuerwehreinsatz. Jemand hatte sich einen großen Magneten, also nicht so einen kleinen, weicheierigen, wie wir hier jetzt haben, sondern einen richtigen besorgt, 20 cm Durchmesser und wollte damit sein Fahrrad an der Decke befestigen. Naja, seine Frau, also die werden ausgeliefert in solchen Kartons, viel mit Styropor, in der Mitte ist der Magnet, beide Magnete einzeln, damit die nicht zu nahe kommen.
ganz klar. Ja, und der fummelt damit rum, packt die aus. Seine Frau meint noch, passen Sie auf. Wenn die zueinander kommen, er hatte den Magneten so in der Hand, da kam ihm der andere aus einem Meter Entfernung auch schon angeflogen und die Hand war dazwischen. Ist natürlich sehr schmerzhaft, außer Frage. Dann ruft er die Feuerwehr an und den Krankenwagen und die kommen und versuchen ihn zu retten. Ah, die Feuerwehr denkt sofort, da spreizen wir mit unseren Hydraulikzangen das auseinander. Gehen mit der Hydraulikzange ran, klonk, hängt die Hydraulikzange natürlich in ungünstiger Position an den Magneten und sie gehen auch nicht weg. Ah ja, Feuerwehrmann ist ja stark, geht hin, Hydraulikzange, immer noch die Hand dazwischen, Hydraulikzange mit seinem Schuh, klonk, war die Stahlspitze des Schuhs vorne am Magneten dran und ging auch nicht ab. Lange Rede, kurzer Sinn, mit einem Gummihammer und mit Holzkeilen haben sie dann den armen Mann dann doch befreien können und seine Hand funktioniert noch. Hurra! Also nicht zu Hause nachmachen, diese Dinger sind wirklich kein Spielzeug. So, jetzt machen wir mal einen Moment lang Grundlagen. Müssen wir machen, sonst macht es vielleicht dem Laienpublikum zu wenig Spaß, wenn ich mit viel zu vielen Dingen um mich rumgreife. Also was haben wir hier? Ach je, ja, das ist eine Funktion. Eigentlich ist es keine Funktion, weil dann nämlich auch verschiedene Werte auftauchen. Also was haben wir da? Das eine ist sozusagen die Stärke des Magneten, salopp gesprochen, ja, gegenüber dem äußeren Magnetfeld. Und wenn Sie so einen Permanentmagneten ursprünglich mal haben, so ganz frisch und jungfräulich, ich zoome da mal rein, ja, dann gibt es da genauso viel magnetische Momente nach unten wie nach oben. Und damit ist er nach außen unmagnetisch. Ja, sieht man auch daran, dass er hier an der Achse da unten bei der Null sitzt. So, wenn man jetzt das äußere Magnetfeld vergrößert, dann werden diese ganzen magnetischen Momente sich ausrichten und irgendwann sind die einfach alle in eine Richtung ausgerichtet. So, und natürlich kann das magnetische Moment, also wir reden von diesen kleinen magnetischen Momenten, die von den Atomen realisiert werden, ja, sowas wie atomare Minimagnete, wenn die alle orientiert sind, kriegt man sie natürlich nicht weiter orientiert und deswegen sättigt das hier, ja, das Feierabend. So, wenn man das Magnetfeld wieder ausmacht, dann bleibt da ein bisschen was an Magnetismus übrig, das ist das sogenannte Remanenzfeld. So, und bei einem richtig guten Permanentmagneten möchte man natürlich, dass die Sättigung groß ist, ja, und dass das Remanenzfeld fast genauso groß ist wie die Sättigung. So, was man noch will, also wir kommen jetzt von hier nach da, das wäre so ein richtig toller Magnet. Jetzt dreht man das Feld weiter nach negativ und in der Tat drehen sich dann die magnetischen Momente wieder zurück und an einer Stelle hat man es wieder so unmagnetisch wie hier, nämlich hier. So, und das ist das sogenannte Koerzitivfeld, ja, das, wo man die Probe wieder sozusagen unmagnetisch bekommt. Ja, und wenn man natürlich wieder in die andere Richtung geht, volles Feld, hat man Sättigung in die entgegengesetzte Richtung. So, wichtig für so einen Magneten ist jetzt das sogenannte Energieprodukt. Ja, was ist das? Also wir malen jetzt mal die Kurve von einem richtig ordentlichen Magneten. Da fällt das dann hier einfach senkrecht runter, so schnell wie es geht. Und ich habe das jetzt nicht weiter nach unten malen können. Naja. Ja, und ist klar, ein Magnet ist dann toll, wenn der Wert hier hoch ist, also das magnetische Moment groß ist, und wenn er sich erst bei riesigen negativen Feldern entmagnetisieren lässt. So, also die Zahl soll groß sein, die Zahl soll groß sein. Dann ist das Produkt aus beiden, wenn es groß ist, eine gute Kennzahl für die Qualität eines solchen Magneten. Und das ist dieses Energieprodukt. So, für Sie zu merken, Magnete alle orientiert, führt zur Sättigung. So, bei solchen Hochleistungspermanentmagneten, hier ist jetzt aufgetragen, sind jetzt verschiedene magnetische Werkstoffe aus den letzten 130 Jahren ungefähr. Und zwar sollen das alles Magnete sein, die gleich stark sind. Ja, also das heißt, früher musste man, um ein bestimmtes Magnetfeld mit so einem Permanentmagneten zu erreichen, so einen riesen Kavenzmann sozusagen hinstellen, während man heute mit Neodym-Eisenbohr mit so einem kleinen Magneten auskommt. Ja, und diese Größenschrumpferei, das ist nicht nur eine Spielerei, die ist von entscheidender Bedeutung, wenn man diese Dinger auch verwenden möchte. Ja, also nicht nur zum Aufhängen vom Fahrrad, da reichen nämlich 2,2 Zentimeter, sondern auch für andere Sachen. Zum Beispiel brauchen Sie, wenn die Dinger viel Magnetfeld liefern bei wenig Volumen, natürlich weniger Volumen und können damit auch Kosten sparen.
So, ja, und dann gibt es natürlich Sachen, wo es absolut immanent wichtig ist. Jetzt kommen wir zuerst zum Elektromotor und da mache ich noch eine Erklärung zu, weil man will ja wissen, wie der funktioniert. Und es gibt sicherlich Laien unter Ihnen, die zwar wissen, dass es Elektromotoren geht, aber wie sie nun wirklich funktionieren, naja, nun gut. Also was man noch weiß, als ja, Magnete, die haben einen Nordpol und die haben einen Südpol. So, und wenn man jetzt da einen anderen Magneten in die Nähe bringt, mit seinem Nordpol und seinem Südpol, dann passieren zwei Dinge. Der wird einmal abgestoßen und zum anderen versucht er sich zu drehen. Ja, so dass Süd und Nord sich zueinander ausrichten. Und man kann also Drehmoment ausüben und Kräfte. Ja, und das macht man auch in einem Motor. Ja, wenn man also, hier ist jetzt mal so ein einfacher Magnet gezeigt. Und wenn ich da jetzt den hier verdrehe und lasse ihn einfach los, dann dreht er sich von allein in die Richtung. Und das ist unpraktisch, weil man damit natürlich keinen Motor bauen kann. Der würde sich gerade mal maximal um 180 Grad drehen können und mehr nicht. Also macht man an der Stelle keinen permanenten Magneten hin, sondern eine Spule. Und Sie wissen alle, Spulen erzeugen auch Magnetfelder, die sind so ähnlich, aber da kann man den elektrischen Strom I in beide Richtungen und damit den Magneten umpolen. So, was man also machen muss, ist den Strom dadurch schicken, warten, bis der Magnet sich sozusagen zueinander angeordnet hat, dann umpolen und dann dreht er sich immer weiter und das macht man einfach immer weiter. Gutes Beispiel dafür ist diese Animation. Hier und hier sind diese Kontakte und die sind da in der Mitte getrennt und dann geht hier der Strom außenrum zurück. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, ja, dann sehen Sie, passiert das Umpolen allein durch die Schleifkontakte von ganz alleine und so funktioniert dann der Elektromotor. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen, damit wir starke Elektromotoren haben, natürlich starke magnetische Felder. Und es ist ganz praktisch, wenn man eins davon nicht elektrisch, sondern mit einem permanenten Magneten erzeugt, weil der keinen Strom verbraucht. Ja, also Energiebedarf ist, wenn man sich einen von diesen Magneten aufgrund von Permanentmagneten machen kann, geringer. Okay, so, jetzt zurück zum Energieprodukt. Das Gewicht und die Größe von diesen Magneten ist also eine ganz entscheidende Geschichte. Und wenn Sie sich diesen kleinen, ausgebauten Modellhubschrauber anschauen, dann ist hier der eine Motor und da der andere für diese beiden Rotoren. Das ist enorm klein und wenn die nicht so klein wären, würden die nicht abheben. Hinzu kommt, dass die natürlich auch günstig sind. Und deswegen kann man sich solche Modellhubschrauber heutzutage relativ günstig kaufen und auch in Betrieb nehmen. Ja, und der hier, der war jetzt nicht besonders teuer. Den kann man für 35 Euro im Internet bestellen. Macht einen Heidenspaß. Und dient auch zur Unterhaltung. So, ja, stellen Sie sich jetzt vor, die Motoren, die da drin wären, wären aus so einem uralten Magnetmaterial verwendet, dann würde der hier ein Kilo mehr wiegen und der würde ganz in aller Seelenruhe hier unten stehen und kein bisschen abheben. Na ja, gut, denkt man sich, was soll's, ist ja nur ein Spielzeug von wegen. Ja, das ist jetzt ein ganz frisches Bild aus der Flugschau von Paris. Ja, von gerade vor 3 Wochen. Und das hier ist ein moderner, neuer Hubschrauber sozusagen. Und der funktioniert mit Elektromotoren. Und der muss auch mit Elektromotoren gehen, weil nur die so gut von der Drehzahl her einstellbar sind. Und stellen Sie sich vor, Sie wollten da einen Verbrennungsmotor mit den ganzen Zuleitungen für Benzin und Kraftstoffe unterbringen. Es würde alles nicht gehen. Der fliegt und der fliegt auch im Vergleich zu einem richtigen Hubschrauber sehr schnell, weil er Tragflächen besitzt. Ja, und den wird es auch in einem Diesel-Hybridantrieb geben und in nicht so ferner Zukunft, wenn alles gut geht, zumindest nach diesem Menschen, dem die Firma gehört, auch in Serie gehen. So, also es macht Sinn, Elektromotoren leicht und effizient zu machen. Und im Auto ist es ganz genauso. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Elektromotoren, die man alle gar nicht wahrnimmt. Ich habe mal so grob probiert, ein paar von denen zumindest aufzuzählen. Und wenn die alle mit
irgendwelchen teuren und schweren Magneten ausgerüstet wären, ja, dann würde Ihr Automobil viel zu viel kosten und niemand würde das Ganze einbauen. Also ist ein Gewicht und Kosten sind da auch ein zentraler Punkt. So, jetzt haben wir Antriebe hinter uns gebracht. Generatoren brauchen wir auch noch. Also Sie alle kennen zur Stromerzeugung Ihren Fahrraddynamo. Ja, das ist so ein Ding, wenn Sie Pech haben. Ja. Ja, der hat da hier so einen rotierenden Magneten und außenrum ist so ein Joch und dieses Magnetfeld, was sich hier ändert, das wird irgendwie zu der Spule transportiert über das Joch und da muss sich rasend schnell drehen. Das ist ja eine wahnwitzige Übersetzung, hier so ein klitzekleines Rad gegenüber dem 28 Zoll Fahrrad. Und Sie wissen, der ist schwergängig, der laut und der ist nervig. Ja, viele Leute, insbesondere Schüler, lassen den auch gern mal nachts aus, riskieren damit ihr Leben. Sollte man nicht tun, liebe Schüler. Aber bei so einem Magneten kann ich das verstehen. So, nun haben wir ja auch heutzutage modernere Systeme. Und die beinhalten auch, also das ist jetzt so ein moderner Nabenmotor, den zeige ich Ihnen nicht, wer hat so ein Ding? Nabenmotor. Und sind Sie zufrieden damit? Ja. Ja. Die sind so toll, dass man noch nicht mal manchmal merkt, ob er überhaupt an ist. Also er macht erstens keine Geräusche oder so gut wie keine und er ist völlig oder nahezu verlustfrei. Da müssen Sie 3 Watt investieren, nämlich das, was Sie für Ihre Beleuchtung haben, vielleicht 4 Watt, ein bisschen Verlust, aber das war's. Im Großen und Ganzen funktioniert er ganz hervorragend. Und der Grund ist, hier sind Hochleistungspermanentmagnete. So. Der zentrale Punkt ist folgender. Der induzierte Strom hängt davon ab, wie schnell und Sie ein Magnetfeld ändern. Und wenn Sie eine bestimmte Spannung erzeugen wollen mit diesem Induktionsgesetz, dann müssen Sie das entweder machen, indem Sie ein Magnetfeld, ein großes Magnetfeld langsam ändern oder ein kleines Magnetfeld ganz, ganz schnell ändern. Deswegen wurde der hier so schnell rotierend betrieben. Oh, wenn Sie starke Magneten haben, können Sie den noch langsam laufen lassen und es funktioniert viel, viel besser. Ja. Okay. So, also für energieeffiziente Umsetzung empfehlen sich in der Tat Permanentmagnete, die sehr stark sind. Merken Sie sich, ändernde Magnetfelder erzeugen elektrischen Strom, brauchen wir später noch für die Festplatte. So, im großen Stil gibt es das natürlich auch. Ja, dieses Ding hier ist ungefähr 4 Meter Durchmesser. Es ist ein 8-Megawatt-Generator, frisch von ABB, für diese Offshore-Windräder in Betrieb, also entwickelt worden. Der schafft also 8 Megawatt mit 98% Wirkungsgrad. Und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie sich sparen, die Erregerspulen durch Permanentmagnete umzusetzen. Also hier sind die Permanentmagnete und da innen drin außenrum die Spulen. So ähnlich wie beim Fahrradfahren. Ja. So, jetzt sind aber 98% noch gar nicht so ganz viel. Ja, da gibt es immer noch 2% Abwärme. Das sind dann immerhin noch 160 Kilowatt. Und wenn Sie die loswerden wollen, ohne dass Sie eine aufwendige Kühlung machen wollen, müssen Sie es erlauben, dass die Magnete heiß werden dürfen. Zumindest mal so 140, 150 Grad, dann ist der Kühlaufwand in Grenzen. Das heißt, man muss hohe Betriebstemperatur erlauben können. Und das ist ein Problem bei permanenten Magneten und dafür haben wir auch ein Experiment. So, das Experiment sieht so aus, das sind so kleine Aluhülsen, da sind kleine, relativ schwache Magnete dran gehängt und das ist einfach ein Stück Stahlblech. Und wenn man an Magneten, wie beim Kühlschrank, an Stahl geht, dann hält er fest. Hier ist das auch der Fall und wir machen dieses Blech jetzt einfach durch einen starken Strom heiß. So, da wird jetzt ein dicker Strom durchgeschickt. Ja, schauen Sie hin. Es glüht. So, fallen die alle runter. Wenn wir jetzt das Magnetfeld wieder, also den Heizstrom ausschalten, können wir, die sind nämlich nicht kaputt gegangen, können wir die wieder dranhängen. Ja, eine Brille. So. Und er hält. Ja, machen wir es wieder heiß, fällt er wieder runter. Also das Gegenstück, in dem Fall der ferromagnetische Halter, unser Blech, wird unmagnetisch, wenn es heiß ist. Und da gibt es eine zentrale Größe, das ist die sogenannte Curie-Temperatur, ab der ein Magnet unmagnetisch wird.
Bei Kobalt ist es eine recht hohe Temperatur, bei Eisen auch, bei Nickel nicht ganz so viel. Und dann gibt es auch noch so ein Material, Gadolinium, das spielt gleich noch eine Rolle. Das hat knapp unter Raumtemperatur seine Curie-Temperatur, was wichtig ist. So, ja, und bei den Neodym-Eisen-Bohrmagneten, das sind diese Hochleistungsmagnete von gerade eben, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Die verlieren sogar schon früher ihren Magnetismus. Legen Sie den auf eine Herdplatte und machen Sie die ein bisschen heiß, 120, 130 Grad, werden die unmagnetisch. Ja, damit sind die zum Teil ungeeignet für solche Hochleistungselektromotor- oder Generatorsysteme. Und man muss sich viel Mühe geben, um das hinzukriegen. So, der weitere Vorteil ist, wenn man Permanentmagnete hat, kann man sie beide fast immer sofort, ohne dass man großartig sich Mühe geben muss, das ganze System als Motor und auch als Generator verwenden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn Sie nämlich Energierückgewinnung machen wollen und nicht alles in Ihre Bremse verheizen, dann kann man das gut machen, wenn der Motor von sich aus schon dafür ausgelegt ist, die Energie rückzugewinnen als Generator. Und deswegen werden alle Pedelec, moderne Autos, eben das ist die neue 430er-Serie übrigens, oder auch solche Hybrid-Fahrzeuge mit solchen Motoren gerne ausgerüstet. Nochmal, das geht auch alles ohne Permanentmagnete, aber längst nicht so energieeffizient. So, fragt man sich, was gibt es denn da noch zu forschen? Funktioniert da alles wunderbar? Die Stärke der Magnete ist nahezu am Limit. Ja, wenn man ein bisschen optimistisch ist und gerne in die Zukunft glaubt und denkt, da wird noch was draus, dann ist vielleicht ein Faktor 2 noch drin. Ich glaube da nicht dran. Vielleicht ein Faktor 1,5 halte ich für realistischer. Aber sagen wir mal, 2 wäre denkbar. Das wird es also nicht sein. So, der Preis ist zu hoch, das ist er wirklich. Ja, wenn wir uns vorstellen, alle unsere Autos funktionieren mit Elektromotoren, wir haben alle unsere Windräder auf dem Dach, und dieser Windgenerator von vorhin, der braucht immerhin ungefähr 5 Tonnen Permanentmagnetmaterial und die liegen überall rum. Und überall stehen die und drehen und drehen und drehen, dann brauchen sie viel Permanentmagnete. Und die Materialien, die da verwendet werden, sind zwar im Wesentlichen Eisen, aber eben auch diese seltenen Erden wie Neodym und Dysprosium. Und die sind sündhaft teuer und werden dummerweise auch noch von den Chinesen momentan dominiert auf dem Markt. Also da muss man Ersatz schaffen. Aber es gibt auch immerhin noch Neugierde und Verständnis. Es ist nämlich wirklich gar nicht so, dass dieser ganze Ferromagnetismus so gut verstanden ist. Insbesondere die Funktionsweise von diesen Neodym-Eisen-Bohrsystemen ist eine wirklich komplizierte Geschichte. Und da gibt es vieles mikroskopisch im Argen. Ja, also da kann man noch drüber nachdenken und das verstehen. Und eben diese Hochtemperaturbeständigkeit, dass man das im Motor auch verwenden kann. In den letzten Jahren wurden deswegen weltweit mehrere Forschungsprojekte internationaler Natur initiiert. Und wir selbst, also ich persönlich, bin an 2 beteiligt. Da kommen interessante, spannende Sachen raus. So, da zeige ich Ihnen was, nämlich Mangan-Wismut. Das ist ein altes Material, was jetzt aber neu wieder ausgegraben wurde. Das hat diese Eigenschaft. So, jetzt sehen Sie da ganz viele Kurven. Nicht erschrecken. Ja, nicht erschrecken. Das sind alles diese, die ich Ihnen vorher schon gezeigt habe. Und als farblich kodiert, als Funktion der Temperatur. So, was erwarten wir denn? Wir erwarten, dass wenn das wärmer wird, muss der Magnetismus runtergehen. Ja, das ist auch so. 300 Kelvin ist hier diese schwarze Kurve. Und dann wird es kontinuierlich immer weniger. Ja, die Probe wird weniger magnetisch, je wärmer sie wird. Geht also runter. Was aber bei dem Material ungewöhnlich ist und nur bei diesem Material, das Koerzitivfeld ist bei Raumtemperatur klein und geht rauf. Ja, also das heißt, eigentlich wird das Material hartmagnetischer, lässt sich schwerer umpolen, behält seine Magnetisierung, ohne sie zu verlieren, auch wenn es heiß wird. Perfekt für Elektromotoren. Und im Vergleich zu diesen Hochleistungsmagneten, die verlieren hier alle ihr Koerzitivfeld ganz schnell und bei 500 ist eben Feierabend, während das Mangan fast um Faktor 10 im Koerzitivfeld raufgeht. Und ich kann Ihnen versichern, kein Mensch weiß, woran es liegt. Ja, ich habe keinen Schimmer. Es gibt natürlich Ideen, ja, aber die sind überhaupt nicht verifiziert und man muss einfach gucken, woran es liegt.
Und das Schöne ist, man kann jetzt eben anfangen, solche Materialien auf der Nanometerskala mit solchen zu vermischen und zu hoffen, dass man dadurch neue Magnete bekommt, die eben auch hochtemperaturbeständig sind und billig. Das Material ist nicht so teuer wie Neodym. So, jetzt haben wir die Permanentmagnete hinter uns gebracht. Hurra, größte Brocken ist erledigt. Jetzt kommen die Kühlschrankmagnete aus der Sicht eines Physikers. Ja, Physiker denken nämlich bei Kühlschrankmagneten in der Tat an was anderes. An sowas. Gab es frisch einen Artikel, ja, April 2013 in der Stuttgarter Zeitung. Da ist eine Zeichnung drin, die ist hanebüchern. Ja, also die dürfen Sie nicht für bare Münze nehmen, aber der Text ist ganz gut. Und was steht da? Ja, Magnete sorgen für Kälte im Kühlschrank. Wie Kühlschrank? Naja, Kühlschränke, die auf Magnetismus basieren. Ja, wie geht denn das? Ich erkläre Ihnen erstmal die Zutaten. Also, Sie brauchen als erstes mal ein System mit einem ziemlich starken Magneten, der gerade bei der gewünschten Temperatur, zum Beispiel ein normaler Kühlschrank, bei Raumtemperatur, gerade so unmagnetisch geworden ist. Also die Curie-Temperatur muss knapp unterhalb der Raumtemperatur sein. Das ist das Wichtigste. Und dann brauchen Sie einen zweiten äußeren Magneten und mit der Stärke dieses äußeren Magneten zwingen Sie das System dann doch magnetisch zu werden. Das geht und das zeige ich noch gleich. So, wie geht das jetzt mikroskopisch und wie geht das überhaupt? Also nochmal, ohne Magnetfeld bei Raumtemperatur sind die atomaren Magnete sozusagen ungeordnet. Sieht so aus. Jetzt fügen Sie das in ein Magnetfeld ein, baff, und dann wirkt das Magnetfeld. Dadurch orientieren die sich. Ja, die Magnete erwärmen sich dabei, aber interessanterweise. Das heißt, die Ordnung ist mit Wärmeabgabe verknüpft und das ist gar nicht so ganz wenig. Das sind hier bei den typischen Materialien so ungefähr 5000 Joule pro Kilogramm. So eine ganze Menge Wärme. So, dann haben Sie die Wärme abgeben lassen, ja, so, und dann nehmen Sie die Magneten wieder weg. Ja, dadurch tritt wieder Unordnung auf und dabei kühlt er sich ab. Jetzt ist er kälter geworden und nimmt Wärme von dem anderen Teil des Systems einfach auf. Und damit können Sie von hier Wärme wegnehmen und nach oben abgeben. Sie müssen nur den Magneten einfach in einen anderen Magneten, in ein äußeres Magnetfeld befördern und wieder raus und wieder hin und wieder her und wieder hin und her und können damit Wärme transportieren. So, für Physiker ist das ein alter Hut. Die kennen das nämlich bei der Erzeugung tiefer Temperaturen. Da gab es auch schon mal einen Nobelpreis dafür, ist schon ein paar Jahre her. Und was haben die gemacht? Adiabatische Kernentmagnetisierung. Also im Wesentlichen nimmt man ein Material, zum Beispiel Kupfer, bringt das in einen sogenannten Kryostaten und kühlt es auf ein tausendstel Grad an den absoluten Nullpunkt ran. Und Physiker, die finden das natürlich noch viel zu warm, die hätten es gerne kälter. Dann haben die das am tausendstel Grad an dem absoluten Nullpunkt und bringen das in einen großen, starken Magneten, 7 Tesla. Dann wartet man eine Weile, wird ja warm, ja, bis es abgekühlt ist und dann nimmt man das Magnetfeld weg und schon hat man Mikrokelvin als Temperatur. Und deswegen fanden die Leute sehr spannend und deswegen gab es einen Nobelpreis dafür. Nun geht das aber mit paramagnetischen Materialien eben nur bei tiefen Temperaturen und nicht bei Raumtemperatur. Also muss man sich was einfallen lassen. So, und die Grundlage ist eben magnetische Ordnung, die mit Wärme verknüpft ist. Ja, Sie kennen das. Also Ordnung ist an sich immer irgendwie mit Wärme verknüpft. Wenn Sie Wasser haben, flüssiges Wasser, und Sie kühlen es im Gefrierschrank ab, dann müssen Sie ja Wärme rausnehmen aus dem Wasser, damit es gefriert. Alter Hut, kennen Sie, ja, ganz klar. So, ein Teil dieser Wärme und gar nicht mal so ein ganz kleiner, müssen Sie da rausnehmen, weil das Wasser, was vorher ungeordnet als Flüssigkeit vorliegt, plötzlich kristalline Ordnung annimmt. Und der Physiker nennt das, die Entropie verringert sich. Und das ist mit Wärme verknüpft. Also nochmal, ohne Magnetfeld ist ein System eventuell ungeordnet, mit Magnetfeld ist es geordnet und es gibt eine Änderung in der Ordnung. Und die ist korreliert mit dem magnetischen Moment dieser kleinen atomaren Momente. Und deswegen muss, wenn das groß sein soll, brauchen Sie ein großes magnetisches Moment. Und dann nimmt man zum Beispiel Gadolinium, das hat ein riesiges magnetisches Moment. Und das mit der Wärme verknüpft. Und all die Wissenschaftler unter Ihnen, die
langweilen sich und alle anderen braucht es gar nicht interessieren. Für sie ist nur wichtig, mit Magnetfeld wird er warm, ohne Magnetfeld wird es kalt. Und das muss ich Ihnen natürlich auch experimentell zeigen. Also wie machen wir das jetzt? Wir nehmen das Material Gadolinium. Das hat so ein Verhalten, magnetisches Moment über die Temperatur, also hier verschwindet die Magnetisierung. Das heißt, wenn das äußere Magnetfeld null ist. Mit Magnetfeld, ja, also hier ungeordnet, da geordnet. Mit Magnetfeld schiebt das jetzt. Das heißt, ich kann hier bei Raumtemperatur ohne Magnetfeld ungeordnet, da bin ich in dem Bereich, mit Magnetfeld ist die Probe plötzlich magnetisiert und ich habe Ordnung. Ich kann also mit Magnetfeld hin und her schalten. So, wir haben jetzt hier so eine Holzkiste und da ist eine Probe an so einem Kunststoffschieber und unten drunter befindet sich ein kleiner Supermagnet. Schieben wir die Probe drauf, müsste sie warm werden. Ziehen wir sie runter, wird sie kalt. Wir schauen uns das einmal an mit der Wärmebildkamera. Ja, das ist hier eine Wärmebildkamera, sehen Sie gleich. Und mit der anderen Stelle haben wir auch noch ein Thermoelement dran. Da kann man gucken, wie sich die Temperatur verändert. Der Magnet ist nicht so stark. Man bräuchte eigentlich schon größere Felder, um einen ordentlichen Effekt zu erzeugen. Also Sie werden sehen, Sie sehen es direkt. So, hier aufgetragen ist jetzt die Temperatur von unserem Magneten. Ein bisschen Rauschen ist da auch dabei. So, und jetzt, ja, jetzt schieben wir es rein und Sie sehen, es wird heiß. Sie sehen es da aufleuchten. Ja. Und unser Thermoelement, Moment, euer Messbereich, zeigt an, dass die Probe in der Tat deutlich wärmer geworden ist, ungefähr ein halbes Grad. So, jetzt sehen Sie hier die Probe, ja, hat sich schon ein bisschen mit der Temperatur des Magneten angepasst. Jetzt ziehen wir sie wieder raus. Und, Moment, sie ist gerade so, ja, und sie ist deutlich blauer geworden, kälter geworden. Das können wir wieder hin und her machen. Rein warm, raus kalt. Rein warm, ja, auf dem Magnet. Man kann sogar im Prinzip auf dem Magneten sehen, wo die Magnetfelder groß sind, ja, nämlich da, wo die Probe warm wird. Also es ist ein instantaner Effekt, passiert sofort und ist gar nicht so ganz klein. So, damit kann man also Wärme transportieren und wie könnte jetzt ein Kühlschrank aufgebaut sein? Also stellen Sie sich vor, das ist der Kühlschrank. Ja, wo ist er denn? Er kommt. Lalala. So, da haben wir es. Also stellen Sie sich vor, das ist die Kühlschranktür und Sie wollen jetzt so ein System verwenden, um dann einen Kühlschrank draus zu bauen. Dann nehmen Sie eine Scheibe aus dem Material und die lassen Sie drehen. Jetzt brauchen Sie außen einen Magneten. Ja, und an der Stelle, wo der Magnet ist, haben wir gerade gesehen, wird es warm. Und auf der anderen Seite, wenn es aus dem Warmen reingeht, wird es kalt. Ja, jetzt wird also auf der einen Stelle hier Wärme dann aufgenommen, ist ja kälter. Und an der anderen Stelle wird Wärme abgegeben. So, die Wärmemenge, die hier aufgenommen wird, ist für Gadolinium 4500 Joule pro Kilogramm und hier hinten 4550, die abgegeben wird. Warum ist es mehr? Na, Sie müssen ein bisschen Arbeit verrichten, um die Scheibe zu drehen. Allerdings nur 50 Joule pro Kilogramm. Jetzt schauen Sie sich das Verhältnis an. Sie transportieren 4500 Joule und müssen bloß 50 investieren. Das heißt, 100-mal mehr Wärme wird transportiert durch diesen Effekt, als Sie an mechanische Arbeit investieren müssen. Das ist viel, 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 viel besser als alles, was an Kühlschränken momentan existiert. Ein normaler Kühlschrank kriegen Sie 2-3-mal so viel Wärme transportiert, vielleicht 4-mal, wenn es nur eine kleine Temperaturdifferenz ist, als das, was Sie an Arbeit reinstecken müssen. Das ist natürlich toll. Ja, außer Frage. Und deswegen wurde das auch schon mal gebaut. Und wo ist es natürlich am coolsten, sowas einzuwenden? Im Weltall. Ist ja klar. Nee, die haben es nicht gemacht, weil es am coolsten ist im Weltall, sondern weil es auch am sinnvollsten ist. Denn im Weltall kann man mit diesen kryogenen Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit nicht gut umgehen. Ja, wenn so ein Tropfen in den Kompressor kommt, ist er kaputt. Und gleichzeitig haben die immer ein Energieversorgungsproblem. Die müssen mit ihrer Energie im Weltall extrem haushalten. Also wurde dieses Gerät entwickelt und ins Weltall geschickt. Ich glaube, das ist jetzt in der ISS im Einsatz. So, Fazit,
Sie kriegen richtig viel Wärme transportiert für wenig Aufwand. Einen Nachteil gibt es leider doch. So, der Nachteil ist folgender. Wenn dieser Temperaturprozess, also der Temperatursprung, war bei uns vorhin ein halbes Grad. Wenn Sie 2 Tesla, also 1,5 Tesla Feld haben, werden es vielleicht ja, so 3 Kelvin, also 3 Grad Celsius Temperaturdifferenz. Viel mehr wird es nicht. Damit können Sie keinen Kühlschrank bauen. Sie müssen die Dinge also kaskadieren. Ja, das kriegen Sie hin, indem Sie einfach verschiedene solche hintereinander stecken, aber dann muss jeder von den Magneten, die Sie da verwenden, eine etwas verschobene Ordnungstemperatur haben. Ja, jeder muss passen für die Temperatur und dort seinen Übergang haben, dass das passt. Das kann man machen. Ja. Allerdings, wenn Sie jetzt 10 davon haben, müssen Sie auch 10-mal mehr Arbeit investieren. Dann haben Sie aber immerhin noch 10-mal mehr Wärme transportiert, als Sie an elektrischer Energie reinstecken mussten. Und das ist doch eine ganze Menge mehr. Ist immer noch viel, viel besser als ein normaler Kühlschrank. Und Sie müssen Forschung betreiben, denn Sie brauchen Materialien, die diese Ordnungstemperatur bei verschiedenen Stellen, das ist jetzt der Wärmeübertrag sozusagen, na gut, das ist die Entropie geplottet, aber es ist sozusagen der Wärmeübertrag für verschiedene Materialien. Und Sie sehen, man kann das für das Kaskadieren so machen. Und ich habe da auch von der Vakuumschmelze so ein modernes Material zur Verfügung gestellt bekommen. Aber mit dem Gadolinium hat man es doch besser gesehen. Das Tolle ist jetzt, dieses Lantan, Eisen, Kobalt, Silizium, hat nur ganz wenig Kobalt, ist relativ billig. Gadolinium ist teuer. Ja, also mit 8 Euro pro Kilogramm kann man auch in großen Mengen Kühlschränke bauen. Und das lohnt sich. So, wo ist jetzt der Vorteil zum normalen Kühlgerät? Sie brauchen keine ulkigen Flüssigkeiten, die alle mit der Zeit aus Ihrer Klimaanlage verschwinden und letztendlich in der Atmosphäre landen. Und es gibt Rechnungen, die davon ausgehen, dass doch ein gewisser Anteil, hier wo bis zu 45% von der globalen Erwärmung durch solche Kühlmittel, durch solche halogenierten Fluorkohlenwasserstoffe erzeugt werden. Also Treibhauseffekt ist ein wichtiges Problem. Sie können das sehr kompakt und effizient bauen. Es ist nahezu geräuschfrei. Es ist extrem langlebig. Na gut, das ist natürlich ein Problem für die Industrie. Die wollen das ja nicht. Sie brauchen dramatisch weniger Energie für die Kühlung. Ja, und es gibt einen unglaublichen Markt. Den gibt es natürlich nicht mehr, wenn die Dinger lange leben. Aber er ist zumindest potenziell sehr, sehr groß. Und aus dem Grund sind auch eben deutsche Firmen wie die BASF oder die Vakuumschmelze daran interessiert, solche Materialien zu entwickeln. Und das Tolle ist, jetzt mehr vom akademischen Interesse, Sie können aus kleinen Temperaturdifferenzen auch kleine Motoren bauen. Also eine Art Mini-Kraftwerk. Ja, geht recht leicht. So, jetzt haben wir den zweiten Teil auch hinter uns gebracht, den magnetischen Kühlschrank. Jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigem, nämlich der Festplatte. Quo vadis Festplatte, wo geht sie hin? Ein bisschen die Geschichte muss man zeigen, weil es einfach zu spannend war. Also die ursprüngliche Datenspeicherung war auf solchen komischen Bändern. Die waren magnetisch beschichtet. Das Ganze gab es dann irgendwann Anfang der 80er auch für einen Heimbedarf. Hier C64 Datasette. Das Ganze wurde dann flach gepresst, mehr oder weniger, und nannte sich dann Floppy Disk. War floppy, weil lummerig. Und die ersten Festplatten sahen so aus, die ist von 1956, das sind hier 50 Scheiben übereinander und da passen 5 Megabyte drauf. Naja, das Ding war sündhaft teuer, ganz klar. Und wie wir alle wissen, haben sich die Festplatten dann im Volumen verringert bei gleichzeitiger dramatischer Vergrößerung der Plattenkapazität. Und das Ende der Entwicklung, was die Miniaturisierung anbelangt, war letztendlich diese von Toshiba entwickelte Mini-Festplatte hier mit im Vergleich zu so einem Quarter. Und das ist da letztendlich eingestellt worden, weil auf der Größenskala die mit den heutigen Flash-Speichern nicht konkurrieren konnten. So, jetzt machen wir mal ein Experiment, was Sie sich schon immer vielleicht mal machen wollten, aber nie getraut haben. Eine Festplatte aufmachen im Betrieb. Machen Sie es nicht zu Hause nach. Wir haben es zuerst probiert mit einer aktuellen Festplatte. Das ist so eine 250 Gigabyte Festplatte von Western Digital. Die hat genau 5 Sekunden gehalten. Haben uns gedacht, na gut, Pech gehabt, nehmen wir die nächste. Ja, die hat 10 Sekunden gehalten.
Also gut, müssen wir doch zu einer etwas älteren Festplatte übergehen, wo der Abstand zwischen Kopf und Festplatte etwas größer ist, sodass Staub weniger ausmacht. Das ist jetzt eine Seagate-Platte mit 1 GB von vor ungefähr 15 Jahren. Und so sieht die aus, wenn sie aufgeschraubt ist. Und wir machen jetzt den Deckel auf. Und der Herr Schneider wird dann, so sieht die aus, einfach Daten kopieren. Sieht aus, als würde sie nichts tun. Ja. Und klappt es? Oder ist sie auch schon kaputt? Kopieren. Ich mache mal Geräuschkulissen. Die kopiert jetzt einfach Daten von einer Stelle der Festplatte an die andere. Das geht auch relativ zügig. Die hat jetzt 2 Scheiben und insgesamt 4 Leseköpfe, jeweils oben und unten ein. Ja. Und für den Fall, dass das Experiment schiefgegangen ist, hätte ich auch noch ein Video für Sie gehabt. War uns doch zu riskant. So, wie funktioniert jetzt so eine Festplatte? Das ist jetzt das Bild einer älteren Festplatte von 1984, die ist enorm stark verkauft worden. Die hat noch so eine rostartige Beschichtung, das ist Magnetit, einfach in Lack und mit Spincoaten draufgeschleudert, ganz dünne Beschichtung. Und der Kopf, der da ist, das ist ein ganz normaler induktiver Kopf, das ist nichts weiter als eine kleine Spule mit einem Joch. Und wenn Sie da jetzt einen Strom durchschicken, dann gibt es hier unten ein Magnetfeld und dann können Sie diese kleinen Magnetitpartikel ummagnetisieren. So, wenn Sie später dann mit der Festplatte, wenn die dann unten drunter durchrauscht und wie von hier zum Beispiel, da sind die oben rot, also wenn ich da drauf gehe, natürlich nicht, das ist alles grün, aber es sieht jetzt rot aus. Und wenn dann das Nebenfeld kommt mit umgedrehten magnetischen Momenten, dann ändert sich das Magnetfeld in diesem Joch. Damit ändert sich es in der Spule und es gibt ein kleines induziertes Spannungssignal, wie beim Generator. Ja. So, dieser Generator, den lesen Sie aus und können dann damit im Prinzip Nullen und Einsen auf der Festplatte gespeichert auslesen. Also Eisenlackierung, rein induktiver Schreiblese, RW Read-Write-Kopf. Neuere Festplatte, dramatisch mehr Speicherkapazität. Die benutzt dann schon Technologien, die ich Ihnen gleich vorführen. Wenn Sie mal selber eine alte Festplatte haben und brauchen einen richtig kräftigen Magneten, bauen Sie die auseinander, da unten drunter ist einer, der ist richtig satt. Ja. Ganz wichtig ist, der Kopf hier ist jetzt ein sogenannter GMR-Lesekopf. GMR steht für Giant Magneto Resistance und der spielt die zentrale Rolle. Außerdem hier ist es so, deswegen ist sie so staubempfindlich, dass dieser Schreiblesekopf nur noch 5 bis 6 Nanometer über der Oberfläche fliegt. Das sind nur noch 50 Atome Abstand, so grob. Ja, unglaublich. So, was wurde dann gemacht die letzten Jahre? Naja, man hat also früher solche Beschichtungen gehabt, wo die Magnetisierung in der Ebene von so einer dünnen Schicht, also das sind letztendlich Glasplatten mit magnetischem Material dünn beschichtet und da liegt immer typischerweise die Magnetisierung in der Ebene. Und das Streufeld, was hier, wenn zwei gleiche Pole aufeinander kommen, rauskommt, das kann man dann mit so einer Spule wieder, könnte man vielleicht auslesen. Damit das aber noch gut funktioniert, hat man jetzt hier eben so einen sogenannten GMR-Kopf, also einfach einen feinen Sensor. Ich erkläre Ihnen gleich, wie er funktioniert. Und beschrieben wird hier einfach wieder mit Strom durch eine Spule und dann gibt es ein Magnetfeld und damit kann man die hier unten umdrehen. Einen riesen Fortschritt gab es durch das sogenannte senkrechte Beschreiben. Es hat immerhin fast 15 Jahre Entwicklung gedauert, bis man es so weit hatte, dass man die Magnetisierung senkrecht orientieren konnte. Und mit so einem Kopf, der hier unten fein zuläuft, kann man dann die Magnetisierung wieder umdrehen. Man muss dafür sorgen, dass das Magnetfeld hier unten weitergeleitet wird und sich dann breit verteilt, sodass sie da hinten sich nicht auch noch umdrehen. Aber das hat man hingekriegt. Ausgelesen wird wieder mit so einem GMR-Kopf und die Dinger gibt es ungefähr seit 2006
Und das hat immerhin so groben Sprung von 10 GB auf 200 GB oder aktuell eben ungefähr maximal 4 Terabyte gegeben. Ein wichtiger Punkt. Aktuelle Forschung versucht jetzt, diese Dinger hier noch kleiner zu machen. Dazu braucht man allerdings um das sogenannte superparamagnetische Limit. Was ist das? Wenn man solche Speicherelemente immer kleiner macht, können die irgendwann bei Raumtemperatur den Magnetismus nicht mehr halten. Ist einfach so. Es wird thermisch durchgewackelt sozusagen, dass es nicht mehr geht. Dann braucht man solche Materialien entkoppelt, deswegen so nanostrukturiert, aber aus einem richtig hartmagnetischen Material. Also aus Supermagneten im Prinzip. Und das ist die aktuelle Forschung. Und die Hoffnung ist, dass man dann irgendwann, naja, mal so zu 100 Terabyte Festplatten vielleicht kommt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist die Entwicklung der Schreib-Leseköpfe. Am Anfang eben alles rein induktiv, hier fällt rein, da fällt raus, hier fällt Änderung, da induziertes Signal. Das Blöde ist jetzt, wenn man die Spulen immer kleiner macht, was man hier mit Mikrostrukturierung machen konnte, wird auch das induzierte Signal immer kleiner. Das Induktionsgesetz geht hier von der Änderung des Magnetfelds in der Fläche aus. Die Fläche geht quadratisch mit dem Radius. Gehen Sie von 2 Mikrometer Spule auf 2 Nanometer Spule runter, ist das ein Faktor 1 Million. Und die Dinger waren schon damals so, hier zu der Zeit, dass man eigentlich fast kein Signal mehr bekommen hat aus dem Rauschen heraus. Man musste sich also was einfallen lassen und das ging eben mit diesem Giant Magnetoresistive Lesekopf, der hier vorne extra dran gebaut ist. So, und die aktuellen Leseköpfe, also das hat dann auch immerhin von 100 Megabyte mit diesem Sprung, also mit diesem Lesekopf dann immerhin zu 16 Gigabyte. Sie sehen, das ist ein satter Sprung. Und ohne den wären unsere Festplatten heute so bei 500 Megabyte. Also einen halben Spielfilm könnten Sie drauf spielen. Immerhin. Ja. So, und das ist das, die aktuelle Technik, die jetzt so auch verwendet wird. Da gibt es dann auch einen Trick, wie man den Effekt hier erhöhen kann, indem man den Strom durch diesen Sensor senkrecht laufen lässt, aber das erkläre ich Ihnen nicht. Es war aber immerhin so wichtig, dass die Leute, die die Basis dafür geschaffen haben, ungefähr vor, also ja, um 1987 herum, beide gleichzeitig und parallel und unabhängig, dafür mit dem Nobelpreis geehrt worden sind. Das ist Peter Grünberg und das ist Albert Fehr. Und ja, für diese Entdeckung dieses Sensors. So, wie funktioniert der jetzt? Okay, ich hoffe, Sie können das erkennen. Was Sie gemacht haben, ist Folgendes. Wenn Sie Eisen auf Eisen aufdampfen, dann sind die magnetisch fest aneinander gekoppelt. Mit dem äußeren Magnetfeld drehen die sich immer gemeinsam. Machen Sie eine Schicht dazwischen, die extrem dünn ist. In dem Fall 0,9 Nanometer, das ist nahezu nichts, dann passiert, dass von alleine die magnetischen Schichten sich antiparallel anordnen. Ja, es gibt dann so antiparallele Kopplung durch diese Chromschicht. Wie das geht, erkläre ich nicht. Ja, aber das geht. Und man weiß auch, wie es funktioniert. So, man hat also antiparallel orientierte Schichten von selber antiparallel. Und wenn Sie jetzt ein äußeres Magnetfeld anlegen, dann drehen die sich natürlich im Magnetfeld doch alle parallel. Und wenn man da einen elektrischen Strom durchschickt, geht der Widerstand dramatisch runter. So, und das ist eben dieser Riesenmagnetwiderstand. Nochmal, ja, antiparallel ohne Magnetfeld fließt nahezu wenig Strom. Der Widerstand dieser Anordnung ist groß. Jetzt erhöhen wir das äußere Feld nach unten orientiert, sodass sie sich parallel orientieren und der Strom vergrößert sich, weil der Widerstand dieser Anordnung kleiner geworden ist. Das ist im Prinzip der Riesenmagnetwiderstand. So einfach und so gut. So, an, aus, so geht das. So, wie funktioniert er jetzt? Gewagtes Terrain, schauen wir mal, ob das geht. Elektronen können den Spin runter und den Spin rauf haben und die, die entgegengesetzt zur Probenmagnetisierung sind, die können nahezu mit geringen Streuwahrscheinlichkeiten, also geringem Widerstand, sich da durchbewegen. Die anderen mit gleicher Orientierung haben eine hohe Streuwahrscheinlichkeit. So, in dem Fall haben Sie ein Elektron, eine Sorte Elektronen, die mit dem Spin runter, die einen geringen Widerstand haben, hier geringer Widerstand in diesen beiden dünnen Schichten, während die einen großen haben. So, wenn Sie jetzt antiparallel machen, ist hier der Widerstand gering, da ist er groß, da ist der Widerstand groß, da ist er klein, also so wie hier angeordnet. Und während hier zwei hintereinander geschaltete kleine Widerstände insgesamt einen kleinen Widerstand haben, ist hier immer ein großer dazwischen. Und so funktioniert das im Prinzip. Ja, wie das mit der Streuung geht. Ja.
So, warum spielt das eben eine so wichtige Rolle? Nun, diesen Sensor können Sie so klein bauen, wie Sie wollen, nahezu. Ja, und deswegen in der modernen Festplatte, das nochmal rausgezoomt, ja, hier ist dieser Festplattenkopf da vorne, ist jetzt einfach das gleiche Bild nochmal reingezoomt, hier sitzt dieser Sensor, das Ganze nochmal reingezoomt, da ist er, der ist ungefähr doppelt so dick wie ein Haar, aber das ist nicht der Sensor, das ist bloß das, was dafür sorgt, dass das Ganze schön über der Fläche schwebt. Der Sensor selber ist nur hier vorne, den sehen Sie gar nicht. Also nochmal, das hier ist diese Einheit, da vorne dran sehen Sie einen Hauch. Den vergrößern wir jetzt, dann ist da diese mikrostrukturierte Spule und da ist der Sensor, ein paar Nanometer groß. So, und jetzt kommt's. Also ich mache jetzt mal einen Vergleich. Der Vergleich ist, stellen Sie sich vor, die Festplattenoberfläche wäre die Erde und die Daten wären ein Kornfeld mit Weizenähren. Ja, und der Sensor ist ein 747 Jumbojet. Und im Vergleich zu unserem Festplattenkopf müsste die 747 in 1 cm Abstand mit Mach 800, das ist mit 1.000.000 Kilometer pro Stunde, über dieses Weizenfeld fliegen. Und dabei die Daten auslesen, was bedeuten würde, jedes Weizenkorn, nicht jede Ähre zählen. Ja, also es ist unglaubliche Technologie und es hat ja auch bloß 40 Jahre gedauert, bis man das hingekriegt hat. Jetzt zeige ich Ihnen aber auch ein Experiment dazu. Wir haben nämlich so einen Schichtstapel selber gebaut. Das ist nichts weiter als mal eben bei uns im Labor so ein Material mit zwei antiparallel orientierten Systemen, nämlich Eisen und Kobalt, zueinander hingesetzt und jetzt gibt es hier einen Magneten und ich gehe einfach mit dem Magneten da dran und Sie sehen, ja, wenn ich das richtig halte, Moment, ich muss es richtig halten, sonst vergrößere ich nur die Antiparallelstörung. Ja, ja, spinne ich jetzt. So, also Sie sehen, das funktioniert so halbwegs. Ich gehe da ran, geht der Widerstand auf, das wird noch verstärkt natürlich elektronisch, damit diese Glühbirne auch diesen Effekt liefert. Und das ist jetzt nicht besonders optimiert, das haben wir mal eben so unten in unserem Labor gebaut. Ja, also diesen Effekt klein nach. Jetzt denken Sie sich, naja, Festplatte, wo spielt es noch eine Rolle? In jedem Handy sind die drin und noch an ganz, ganz vielen anderen Stellen, in Automotoren, als Positionssensoren und so weiter und so fort. Nicht mehr wegzudenken aus der Technik. So, wohin geht die Festplatte? Also, beliebig kleiner geht nicht mehr so richtig. Ja, dieses superparametrische Limit kommt. Der Trick, um das zu überwinden, ist eben, Supermagnete zu verwenden. Jetzt wissen wir aber, die sind so schwer umzumagnetisieren. Das kann man mit einem normalen Schreibkopf nicht mehr gewährleisten. Und deswegen muss man helfen. Und die Hilfe sieht so aus, dass man ja, das Material an der Stelle, wo man schreiben will, mit dem Laser erwärmt. Das nennt man dann Heat-Assisted oder Laser-Assisted Recording. Das Ganze ist aktuell in der Entwicklung zusammen mit diesen Nano-Patterned Media, so heißt das, und es gibt Prototypen. Und Sie können damit rechnen, ich meine, Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass die letzten Jahre in der Festplattendichte nicht mehr viel passiert ist, aber in den nächsten, sagen wir mal, 2 bis 5 Jahren können Sie damit rechnen, dass neue Festplatten mit solchen Systemen auf den Markt kommen und dann ist bei 100 Terabyte pro Festplatte ungefähr Schluss. Mehr wird es nicht werden. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil des Vortrags. Die Spinnelektronik. Also im Prinzip war der GMR-Effekt der Startschuss dazu. Und was man letztendlich machen will, ist, man will nichts weiter als den Magnetismus von Elektronen zum Beispiel mit Ladungen und Strom beeinflussen oder man möchte den Strom durch den Magnetismus beeinflussen oder hin und her, alles mit allem so, wie man es gerne hätte. Also Ladung mit Ladung, das kennen wir, das ist ein normaler Transistor. Spin mit Ladung, das ist ein sogenannter Spintransistor, sehr ähnlich zu diesem GMR-Effekt und so weiter und so weiter. Nehmen wir jetzt so ein System und haben hier eine Ladung ferromagnetisch in die eine Richtung und unten drunter in die andere Richtung, können wir die ja so einstellen, dass die parallel oder antiparallel orientiert sind. Mal mit einem großen, mal mit einem kleinen Widerstand. Das kann man natürlich auslesen, indem man einfach hier unten drunter so einen Leiter hat und da einen Strom durchschickt. Muss man nur noch in der Lage sein, das umzudrehen.
Das Umdrehen macht man geschickt, indem man einfach hier unten einen großen Strom durchschickt. Ja, Sie wissen, Leiter, also Elektromagnetismus, da geht ein Magnetfeld außenrum. Und wenn man es jetzt so hinkriegt, dass der Strom zusammen mit einem anderen Strom dafür sorgt, dass das Magnetfeld hier genau die richtige Größe hat, dass dort das eine, der leicht bewegliche magnetische Layer sozusagen, sich umdrehen kann, dann können Sie damit schreiben und auslesen. Dann einfach gucken, wie ist der Widerstand zwischen zwei Drähten, und dann wissen Sie, ja, hier ist gerade eine 0 oder eine 1. So, das hat man probiert. Anfang, also ungefähr 2000, auf jeder Magnetismuskonferenz haben alle erzählt, das Jahrzehnt der MRAMs ist gekommen. Ja, Sie alle haben keine MRAMs zu Hause, ich auch nicht, hat nicht hingehauen. Mist, ja, klappt nicht. Warum? Das Übersprechen, wenn man die immer kleiner gemacht hat, von dem einen zum anderen, war einfach zu groß. Also haben die Leute sich überlegt, was machen wir jetzt? Wir müssen was machen. Und man hat rausgekriegt, es gibt einen Effekt, der wurde mal irgendwann prognostiziert von einem Theoretiker, also vorhergesagt sozusagen, dass es den geben sollte. Und den erkläre ich Ihnen jetzt nicht. Das machen wir einfach nicht. Aber er funktioniert so, dass man unten wieder einen harten magnetischen Layer hat und jetzt schickt man elektrischen Strom durch und ein paar von den Elektronen, die da oben einwandern, sind jetzt magnetisch sozusagen und drehen damit diesen Layer. Und wenn man das geschickt hinkriegt, kann man den damit frei drehen und hin und her. Aber die Stromdichten dafür sind riesig. Wir brauchen viel Strom dafür. Und das kostet natürlich auch viel Leistung. Das Ganze erwärmt sich, aber es funktioniert. Nach 12 Jahren haben die das jetzt hingekriegt. Ja, also wunderbar, aber es wird warm. Und eigentlich sind sie unglücklich damit. Das Schöne ist, vor 4 Jahren ist ein neuer Effekt entdeckt worden, wo man das mit elektrischer Spannung hinkriegen kann. Also hier ist ein Isolator und jetzt kann man nur noch eine Spannung anlegen und dadurch wird eine Magnetisierungsrichtung ein bisschen gedreht. So, für das Fachpublikum unter Ihnen, wenn Sie die Magnetisierung hochdrehen, für einen kurzen Moment präzidiert unten drunter das magnetische Moment und dann machen Sie es wieder aus und haben Sie die Magnetisierung gedreht. Das Ganze geht rasend schnell, ja, rasend schnell in 1-2 Nanosekunden haben Sie das gedreht und Sie brauchen fast keine elektrische Leistung dafür, weil nur Spannung zählt. Das ist ganz neu und auf der letzten Konferenz in Chicago, wo ich war, waren alle extrem euphorisch und Sie können sich einstellen darauf, dass es diese Dinger bald in größeren Mengen geben wird. Ja, und die Vorteile sind, der Aufbau ist simpel, Sie können deswegen eine hohe Speicherdichte erzeugen, einfach nur eine so eine Lagenstruktur. Er ist nicht flüchtig, Sie müssen also nicht mehr booten, der Speicher ist immer da, müssen den nicht erst einlesen, es ist unglaublich schnell, viel, viel schneller als Flash. Sie brauchen keinen Refresh dafür. Sie haben nahezu gar keinen Stromverbrauch zum Lesen und zum Schreiben. Und deswegen können Sie die Leiterbahn auch wieder kleiner machen und so weiter, höher integrieren. Und damit kommen Sie bis zu Terabytes. Also die Idee ist, so einen Speicherriegel zu haben, mit 1 Terabyte nicht flüssigen Speicher, ein- und auslesbar im höheren 100 Megahertz-Bereich. Ja, das ist schon eine echte Perspektive und die wird es wirklich bald geben. Prototypen existieren. So, und die Spinnelektronik hat inzwischen einen ganzen Zoo von Effekten herausgebracht, alle mit dem Ziel, irgendwas mit irgendwas anderem zu kontrollieren und zu erzeugen. Das ist alles nur Labor, aber Sie können sich sicher sein, in wenigen Jahren wird das in die Technologie einfließen und zum Beispiel solches Racetrack Memory oder vielleicht solche Quantencomputer liefern, lassen wir uns überraschen. Für Sie zu merken vielleicht, es gibt wirklich viele neue spannende magnetoelektronische Effekte, die sind nicht alle, viele sind noch unverstanden und Magnetismus ist deswegen ein großes neues Gebiet geworden. So, jetzt habe ich ganz zum Schluss noch was, da gehe ich jetzt ganz schnell durch. Es gibt Diamagnetismus, den gibt es mit allen Sachen, also auch unmagnetische Materialien in hohes Magnetfeld. Die wären diamagnetisch, zum Beispiel so einen angebissenen Apfel, den machen wir schnell weg, nachher tue ich noch irgendwelche Patentrechte oder sonst was. Was ist jetzt los? Das ist die Rache von Apple. Ja, ich glaube es auch. Das ist ja nett. Komm her, mach hin. Nein, er will nicht. Egal. Er hat sich wirklich aufgehängt. Das ist unfassbar.
Ja, also in der Tat, Sachen gibt's. Also, Sie können diamagnetische Dinge erzeugen, und indem Sie einfach normale Materie in ein Magnetfeld bringen. Das sorgt dann dafür, Diamagnetismus heißt, Sie kriegen immer ein magnetisches Moment in jedem Material, was entgegengesetzt zum äußeren Magnetfeld ist. Und Magnete, die entgegengesetzt sind, stoßen sich ab. So, naja, wenn das also stark genug ist, müsste es irgendwann reichen, dass es sich vielleicht so stark abstößt, dass es fliegt. So, und jetzt gibt es einen Menschen, einen Nobelpreisträger sogar, der Herr Geim, der hat zwei Nobelpreise bekommen, den normalen und den sogenannten IG-Nobelpreis, weil er nämlich eine verrückte Idee hatte und einfach einen Frosch in ein riesiges Magnetfeld gesteckt hat. Und der ist geflogen. Und ein Apfel ist geflogen und eine Birne und eine Tomate und eine Heuschrecke und alles. Ja, der hat auch gleich Anrufe gekriegt von einem Guru, ob er ihm nicht zu Hause einen riesigen Magneten hinstellen könnte, sodass er dann zu seiner Gemeinde reinschweben könnte. Das hat natürlich nicht funktioniert, das ist auch Unsinn. Aber im Prinzip geht das. Und das geht auch hier ganz normal mit ganz simplem Graphit. Das ist Kohle im Prinzip. Und das sind Permanentmagnete. Legen Sie drauf und die schweben. Das schwebt von ganz alleine. Ich kann hier das Papier einfach unten drunter durchschieben. Ja? Ganz normales Graphit auf Supermagneten. Also Diamagnetismus ist keine Fantasie, den gibt's. Und bei Graphit ist er ein bisschen stärker, weil es große Elektronenorbitale hat. So, und der dickste oder der stärkste Diamagnetismus, den kriegt man bei einem Supraleiter. Das ist eigentlich sowas wie ein perfekter Diamagnet. Und das muss man natürlich immer zeigen, da kommt man gar nicht dran vorbei. Ja, da haben wir hier einen Abstandshalter gehabt, den muss man auf flüssig Stickstoff runterkühlen. Und jetzt schauen Sie sich das an, der schwebt da ganz normal, fällt übrigens hinten nicht runter, der wird festgehalten. Obwohl er abgestoßen wird, wird er auch festgehalten, ganz verblüffend. So, und jetzt kommt's. Moment, jetzt nehme ich das Ganze und drehe es um. Schwebt immer noch, aber hängt einfach dran. Oh, das ist, weil es nicht nur diamagnetisch ist, da gibt es noch andere Sachen, die Flusslinien von den Magneten dringen in diesen Supraleiter auch zum Teil ein. Und alles zusammen sorgt dann für diesen Effekt. Und es ist sogar so, dass die aktuelle Japan Railways einen neuen Shinkansen baut, der mit supraleitenden Magneten funktioniert. Vielleicht besser als mein Laptop. So, jetzt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Draußen gibt es Experimente mit Magnetismus. Und ich möchte Sie animieren, selber ein bisschen damit rumzuspielen. Einige sind sehr verblüffend, auch für mich. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.